Lebrasson wird sehen, dass er genau die Richtigen um Hilfe gebeten hat. Sicher ist, dass bei der Sache ein hübsches Sümmchen Geld im Spiel war. Ein Zechbruder, der plötzlich all seine Schulden abbezahlt, und ein Gesunder, der ausgerechnet in den Schwaden nach Hustensaft fragt, als sehr verdächtig. Und ich finde, ich werde diese Spur gleich verfolgen. Und du erkundest dich inzwischen bei den Studenten, die sich so sehr bemühen, ihre verschollene Kollegin zu finden, wie die Suche vorangeht. Die kluge Bleisi zum Beispiel wird bestimmt mehr über Ula. Weiß bestimmt mehr über Ula, wo sie sich gerne aufhielt, was sie zu tun pflegte und so weiter. Also los, frisch ans Werk, erkundige dich bei den Studenten im Theologikum, wo Blazy ist. Und dann bei Blazy nach Ula. So einfach ist das. Tja, das wüsste ich auch gern, wenn du Blazy findest. Dann sag ihr, dass sie ruhig auch mal an etwas anderes denken kann als an Theo Morsan und seine Ula-Suche. Heute wollen sie sich beim Bogen des Erhabenen umsehen, habe ich Theo Morsan sagen hören. Blazy suchst du? Du hältst dich am besten nach Theo Morsan Ausschau. Er läuft wieder mal kreuz und quer durch die Stadt, um Ula zu finden. Und Blazy ist natürlich mit von der Partie. Was für ein Zirkus. Aha, diesmal suchst du Blazy. Wahrscheinlich läuft sie wieder Theo Morsan hinterher. Aber ist ja auch kein Wunder, Theo Morsan ist wirklich nett. Er hat mich in Schutz genommen, als ich mal von einem gemeinen, höher semestrigen zur Schnecke gemacht worden bin. Nein, Blazy habe ich den ganzen Tag nicht gesehen. Sie sucht bestimmt wieder nach Ula. Warum? Stimmt es denn womöglich? Naja, denkbar wäre es. Die Nichte des Prodekans. Vielleicht hat sie etwas Brisantes. Mach dir keine Gedanken, meine Beste. Wo Blazy ist? Woher soll ich das denn wissen? Bitte sehr. Ich führe doch keine Liste. Ja, wende dich an mich, wenn du Fragen hast. Der Heimvorsteher ist im Moment sehr beschäftigt. Diese Stalkerin. Ach, nicht, dass du denkst, ich hätte etwas Unrechtes vor. Ich warte nur auf eine Gelegenheit. Ich meine, ich suche für Theo Morsan nach Ula und... Verzeih mir, ich habe dich nicht gleich erkannt. Du bist die Sonderberaterin des Theologikums, nicht wahr? Ich danke dir im Namen meines Bruders für deine Dienste. Bruder? Sie ist Briogens. Ah, klar, die Brille! Wusstest du das gar nicht? Ich bin Briogens, jüngere Schwester. Ich habe von ihm schon viel über dich gehört.
Nein, leider, ich habe mich überall erkundigt und auch die anderen fragen fleißig herum, aber von Ula konnten wir noch keine Spur finden. Ist es nicht ein Skandal, dass Notaire Mossin und seine Freunde nach ihr suchen? Das Institut müsste doch längst alle Hebel in Bewegung setzen. Leisi, hast du in der Ferula-Zeile etwas gefunden? Solange wir Ula nicht aufgespürt haben, kann ich einfach nicht ruhig schlafen. Also, wie ruhig schlafen? Ich meine, nein, keine Spur von Ula. Haha, werd doch nicht gleich rot, junges Fräulein. Nicht, dass du jetzt auch verschwindest, nur damit Theo dir auch mal hinterherläuft. Jedenfalls sind das meine Notizen. Etwas Konkretes konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Aber ich habe alles aufgeschrieben. Das ist ja unglaublich. Über 100 Seiten Notizen. Wusstet. Vielen Dank, Blaisier. Das wird uns bestimmt einen großen Schritt weiterhelfen. Also, Marktvorsteherin Elise kann in letzter Zeit wegen der strengen Kälte nur noch mit warmen Wickeln um die Füße einschlafen, leidet auch an schrecklichen Rückenschmerzen. Honorant, Diener des Hauses Fortin, erwartet mit Spannung, wie die vorgeschlagene Justizreform vom Oberhaus aufgenommen werden mag. Waffenhändler Albert ist zu einer Erweiterung des Sortiments auf Werkzeuge gezwungen. Falls seine auf Abenteuer ausgerichteten Werbeoffensive nicht fruchtet, da mit Ende des Drachenkriegs der Waffenbedarf an Ishgard drastisch gesunken ist. Mestonon, Lebensmittelhändler, hocherfreut, dass sein Haus Sira ihm für die nächsten 2 Monate täglich 15 Portionen Hochländereintopf abnehmen wird, um ihn weiter zu verkaufen. Mestonon rechnet trotz des ruinösen Rabatts für den Haus Sira unterm Strich mit einem recht erklecklichen Gewinn. Es reicht! Das hat also rein gar nichts mit Ula zu tun. Leslie, wieso schreibst du sowas überhaupt auf? Seid ihr euch da wirklich sicher? Ich denke, dass in einer solchen Menge an Informationen bestimmt etwas Aufschlussreiches verborgen ist. Vielen Dank, Theo Mosson. Ich werde versuchen, mich nächstes Mal etwas kürzer zu fassen. Na gut, angenommen, es ist etwas Wichtiges dabei. Wie finden wir es in diesem Haufen von Gerede? Lasers Bruder ist doch auch als Sonderermittler hier. Wie wäre es, wenn wir ihm die Protokolle zeigen? Vielleicht hat er eine effektive Methode, die das Bedeutsame herauszufiltern. Oh Gott, der Arme. Ist eine gute Idee. Murasaki, bitte bring Briodin dir die Aufzeichnung und frag ihn um Rat. Und jetzt machen wir alles etwas Nützliches und hören uns nach echten Hinweisen um. In Ordnung?
Du darfst mir deinen Respekt bezeugen, Assistentin. Ich habe herausgefunden, dass es sich bei dem vermögenden Hustensaftverkäufer und dem reich gewordenen Zechbruder um einen und dieselbe Person handelt. Er soll eine Narbe im Gesicht haben, ein heruntergekommener Ellison aus den Schwaden, der sich plötzlich zum feinen Bürger gemausert hat. Er ist mit einem Handlanger aus den Schwaden stolziert, um seiner neuen Arbeit außerhalb der Stadt nachzugehen. Offenbar erfordert diese Arbeit aber, dass er regelmäßig nach Ishgard zurückkehrt. Und du? Blazia hat ihre Beobachtungen aufgeschrieben. Ausgezeichnet, lass mich doch mal sehen. Viel Spaß. Oho, das ist ja eine Riesenmenge an Informationen. Respektable Leistung, Schwester. Mal sehen, vorrangig sind natürlich die Aussagen der Händler in der Verwula-Zeile zu betrachten. LSC, neuer Händler in der Stadt, kauft alles ohne Murren und Falschen. Pastille, Landkundehändler, erwarb warme Decken zum angeblichen Lederverkauf, dann noch ein Altmittel. Apotheke Pierre, Engpass bei Hustensaft, weil Mestonor große Menge benötigt. Mestonor, neuer Kunde, Hausierer, will täglich 15 Portionen Eintopf abnehmen. Auch von anderen Händlern Waren besorgen. Mestonor. Freue dich, Murasaki, dann es gibt ein Grund zur Freude. Dank meiner überragenden Exerpier und Extrahierfähigkeiten konnte ich ein Körnchen Relevanz aus diesem Haufen von Belanglosigkeiten heraussieben. Und ich habe das prickelnde Gefühl, dass es sich dabei um ein Goldkörnchen handelt. Als meine fähige Assistentin ist dir bestimmt klar, was nun zu tun ist. Bei Mestre Nord weiter nachforschen. Sehr richtig, meine Liebe. Nichts anderes hätte ich von dir erwartet. Dieser plötzlich zu Geld gekommene Händler, der beim Einkauf nicht falsch eine Decke gekauft hat und sich über Mestre Nord regelmäßig mit Essen und Hustensaft eindeckt. Alles ein und dieselbe Person. Los, auf zum Restaurant! Also pass auf. Aus deinen Beobachtungen und Bleisies Notizen können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, dass unser angeblicher Händler mit Ulas Verschwinden zu tun hat. Wir werden bei ihm beim Mastenon Verkaufsstand in der Ferula-Zeile auflauern. Sobald er sich dort zeigt, schleichen wir ihm nach und prüfen, ob unser Verdacht errechtigt war. Wo bleibt er nur? Um diese Zeit holt er doch seine tägliche Bestellung ab. Das könnte er sein.
Leisias Beschreibung passt genau auf ihn, aber nur nichts überstürzen. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Ich habe die heutige Lieferung schon eingepackt. 15 Portionen aus Transportbereich, frisch, dampfend und köstlich wie immer. Gut, gut. Und die Medizin ist auch dabei? Ja? Dann gib mal her, guter Mann. Fünfzehn Portionen und Medizin, das ist er. Los, ihm nach! Da ist er entlang. Ich habe ihn noch durch den Bogen des Würdigen laufen sehen. Er ist in den Wagen gestiegen, dort gestiegen. Ein weiterer finsterer Kerl hält der Wache. Ich wette, dass wir in dem Wagen eindeutige Beweise finden. Wir müssen die beiden von dort weglocken und ich weiß auch schon wie. Du stellst dich dahin und rufst: Zollkontrolle, alle raus! Und bevor sie kapieren, dass wir keine Zöllner sind, habe ich das Wageninnere auch schon durchkämmt, na? Wenn sie mich ertappen, musst du die Sache in die Hand nehmen. Du hast es, das Kämpfen doch nicht verlernt, oder? Hoffe ich. Muss ich das wirklich rufen? Mit Ausrufezeichen natürlich. Was soll das? Wie oft wollt ihr uns noch kontrollieren? Und überhaupt, wie ein Ritter siehst du mir nicht aus, Schätzchen!
Das war eine durchgeknallte Abenteuerin, aber passt trotzdem auf, dass sie nicht herumschnüffelt. Wenn sie unsere Ladung entdeckt, dann verstanden? Also du Spaßvogel, was ist das für ein Bauerntheater? Wenn du dir das als Wegelagerin ein Zugbrot verdienen willst, dann mach es wenigstens richtig. Was ist denn? Ich dachte, ich hätte ein Geräusch gehört. Ich schau mal nach. Zuerst zeigen wir diesem frechen Luder mal eine Zollkontrolle, die sich gewaschen hat. Ernsthaft? Dann zeig mal, was du drauf hast. Oh. Sie sind K.O. Die stehen auch nicht mehr so lange schnell auf. Gut gemacht, Murasaki. Siehst du? Es ist genau so, wie ich es mir gedacht habe. Sie haben Ula in diesem Wagen gefangen gehalten. Äußere Verletzungen sehe ich keine, aber sie ist völlig verstört. Jetzt braucht die Ärmste erst einmal Ruhe. Und die beiden Entführer, die du so schön zusammengeschnürt hast, werden wir ausgiebig verhören. Was ist hier los? Raus mit der Sprache! Eine Patrouille, ausgezeichnet. Dann können wir die Bösewichte gleich den Tempelrittern über antworten. Ich bringe Ola nach Ishgard ins Wohnheim des Theologikums. Dann kann sie sich von dem Schrecken erholen. Wir treffen uns nachher in der St. Raymond-Kathedrale. Naja, sie sieht nicht so aus, als wollte sie... Der ist trotzdem schuldig, der Typ. Der hat sie bestimmt beauftragt. Irgendwas ist da. Schön, dass man da oben auch immer sehen kann, wie schön es ist. In der Realwelt gerade ist und in Josia. So. Schön, dass man hier auch noch kämpfen muss und so. Vielen Dank für deine Hilfe. Du warst eine gute Assistentin. Damit ist eine große Sorge von uns genommen. Und Ulas Aussage wird uns helfen, auch die übrigen Rätsel zu lösen. Sequenz. Sei beruhigt. Ulla geht es den Umständen entsprechend gut. Ich habe sie ins Wohnheim gebracht. Und Galtel kümmert sich persönlich um sie. Sobald sie zu Kräften gekommen ist, werden wir mit ihr sprechen. Die Entführer werden gerade von den Tempelrittern verhört.
Sie waren schlau genug, mit ihrer Kutsche stets in Bewegung zu bleiben, so dass sie als fahrende Händler durchgingen und kein Aufsehen erregten. Und statt nur eine Portion Essen für Ula zu kaufen, bestellten sie gleich 15, wie es ein Händler tun würde. Aber nicht schlau genug für Briadian. Wer die Entführung im Auftrag gegeben hat, wissen wir allerdings noch immer nicht. Der Fall ist alles andere als gelöst. Unser hinterhältiger Hintermann sitzt gemütlich im Verborgenen und freut sich des Lebens. Wem war Ula im Weg? Welchen Zweck verfolgte diese Person mit der Entführung? Und wie kommt der 11. Band des theologischen Gesamtwerks in Akubadins Zimmer? Ich werde es schon noch aufdecken. So wahr ich Briardien heiße. Damit sich die Studenten wieder dem Studium der Schriften widmen und das ehrwürdige Theologikum seinen Weg im gewandelten Ischgard finden kann. Mach dich darauf gefasst, hinterlistiger Drahtzieher! Kann der dunkle Schatten durch die Gebete eines reinen Herzens ans Licht gebracht werden? Wird Halone die frommen Adepten erretten? Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge von...